Ich grüße Stapel Nummer 1. Du hast dich für Stapel Nummer 1, die Energie, oder für diesen Opalit entschieden. Und dann schauen wir mal, was jetzt bei dir wichtig ist in dieser Woche. Die Alchemie, die Magie möchte hier in dein Leben kommen. Sehr schön. Also das Glück ist an deiner Seite. Und du darfst die Hände aufhalten, ne? Auch hier mit diesen ganzen Energien durchgehen. Und dann schauen wir mal weiter. Geduld, Ruhe. Zeit, dich zu entscheiden. Instinkt. Erlaube es. Die Hirschliebe, Überfluss, Neubeginn, einfühlsam, offenherzig, intuitiv, sehr schön, Page des Wassers, 2 des Feuers, Planung, Partnerschaft, Fortschritt. Jetzt ist eine glückliche Zeit. Engel der Stärke. Fürsorgliche Verbindung. Veränderung. Und Erfolg. Lieber Stapel 1, bei dir ist die Magie an deiner Seite. Du hattest viel Geduld und Ruhe in der letzten Zeit. Du brauchtest auch diese Ruhephasen. Doch jetzt kommt die Zeit, dich zu entscheiden, Entscheidungen zu treffen, die deinen wahren Wünschen entsprechen, aus deinem Herz heraus. Folge deinen Instinkten und erlaube die Magie in dein Leben zu treten. Also das hier. Diese Magie fließen darf. Verbinde dich mit Mutter Erde, verbinde dich nach oben. Du hast die Stärke an deiner Seite und mit deiner Liebe und Kraft heilst du andere. Und hier ist es aber auch wichtig, dich selber zu spüren, anzunehmen, immer wieder auf deine Reinigung zu achten, weil hier kommt ein Neubeginn, der hier reinfließt. Du fühlst das Ganze auch und auch hier wirklich deinem Instinkt folgen, sei es auf der partnerschaftlichen Ebene oder im beruflichen Bereich. Hier kommt ganz viel Fülle auf dich zu. Erfolg. Die alte Energie, die wir durchlaufen durften, die du durchlaufen durftest, war dazu da, um diese Veränderung zu bringen. Denn jetzt kommt deine glückliche Zeit. Sei offen dafür und triff eine Entscheidung. Planungen mit dem Partner, mit einem neuen Partner, im geschäftlichen Bereich, wie auch immer, kommen und sie sind kraftvoll, stark. Also das ist hier absolut gegeben. Etwas Kraftvolles, Schönes darf hier fließen. Mach es wirklich so, verbinde dich, ne, wie die Hände hier, mit unten, mit oben und lass das Ganze fließen, lass deine Instinkte fließen. Freue dich auf diesen Neubeginn, der dir jetzt ganz viel Schönes bringt. Du hast hier auch, also selbst in bestehenden Beziehungen, Partnerschaften hast du fürsorgliche Verbindung an deiner Seite. Und hier kommt
noch mehr Schönes rein. Erlaube es, entscheide dich, wirklich deinen Weg weiterzugehen, deine Liebe nach außen zu tragen, dein Selbstwert anzuerkennen und diesen auch anzunehmen. Die Ruhe und Geduld, die du in der letzten Zeit wirklich hattest und brauchtest, das sollte so sein, weil du dadurch absolut in deinen Wirbel, in deine Reinigung, in deine Kraft gekommen bist, um, wie dieses Fließen hier, in das Neue zu gehen. Freue dich auf deinen Erfolg, der jetzt beginnen möchte. Wir sind ja jetzt auch raus aus dem rückläufigen Merkur. Wir sind in einer neuen Energie und die ist wunderschön. Also Partnerschaften, die da sind, wachsen noch mehr zusammen. Da kommt nochmal eine neue Energie hinein, sei es im Privaten, sei es im Beruflichen. Für alle, die hier noch niemanden haben, auch da möchte etwas in Bewegung kommen. Nur es ist wirklich Zeit, dich zu entscheiden. Möchte ich es, also erlaube ich es? Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz viel Kraft und Stärke auf dem Weg. Die Veränderung durfte und musste sein. Und jetzt kommt hier ein neuer Fluss der Magie auf dich zu. Sehr schön. Du hast alles, was du brauchst, ja. Du hast wirklich alles, was du brauchst in dir. Hoppala. Die ist aber wohin? Du bekommst auch noch Botschaften von deinen Ahnen. Okay. Vielleicht hast du hier in der Vergangenheit in der Ruhe alte Gelübde und Schwüre gelöst. Wenn nicht, dann darfst du da nochmal hinschauen, damit es hier fließen kann. Achte auch darauf, nicht nur die Reinigung mit dem Wasser, sondern auch genügend Wasser zu trinken. Ganz, ganz wichtig. Zuhören. Hier möchte dir noch in der Stille hören wir auch zu. Das ist auch wichtig. Vielleicht verbindest du dich in den nächsten Tagen nochmal mit einem Baum und gehst mal in die Stille mit Mutter Erde. Dann kannst du auch die Erzengel um Hilfe bitten, dass du hier absolut deinen Instinkten folgst und dich jetzt auch entscheidest, alles anzunehmen. Dann haben wir 100% kommt es hier, dieser Neubeginn auf dich zu, dein Erfolg, deine Stärke, dass du absolut in deine Kraft kommst, der Überfluss. Wirklich, du gehst 100%ig in eine glückliche Zeit und schreibe vielleicht mal alles auf, wo du vielleicht noch nicht ganz in dieser Energie bist. Und dann lass es einfach fließen. Schreibe und lasse dich führen. Vielleicht machst du dir ein Tagebuch, wenn du noch nicht ganz hier an diesem Punkt bist. Aber schreibe auch auf, was du möchtest, deinen Fortschritt, wo es weitergehen darf, wo noch mehr Neues reinkommen darf, wo noch mehr Veränderung fließen darf und wo dein Erfolg dich hin führen möchte, denn tief in dir hast du es ja. Intuitiv weißt du es auch. Dein Instinkt leitet dich und da darfst du dich auch weiterführen lassen und vertrauen. Vielleicht ist es viel leichter, als du denkst. Okay, dann noch. Ups, na gut, zwei. Engel der Leichtigkeit, nimm das Leben nicht so schwer, auch wenn du vielleicht gerade Sorgen hast. Aber die hattest du ja in der
Vergangenheit. Vielleicht hast du dir viele Gedanken gemacht, nicht unbedingt Sorgen, aber hier möchte die Energie auch noch ein bisschen, dass du wirklich deine Leichtigkeit auch lebst und das Ganze fließen lässt. Sei auch sanft zu dir und den Engel der Entlastung. Wirf unnötigen Ballast ab, um wieder lachen und träumen und fliegen zu können. So, wenn du hier noch irgendwo ein Thema hast, hat ja nicht jeder, es ist ein allgemeines Reading, bei dem einen ist es noch so, bei dem anderen nicht. Spüre mal da in dich hinein, das, was passt, nimmst du mit und das andere lässt du fließen. Ja, und dann haben wir noch, so, was haben wir noch? Die Entspannung. Ich erlaube mir, mich jetzt vollkommen zu entspannen und loszulassen. Geh wirklich mal hier, ne? Wie ich vorhin gesagt habe, wirklich ohne Schwere hier das loszulassen. Sei ehrlich mit dir selbst und daraus schöpfst du deine neuen Kräfte, die dich vorwärts bringen und die dich auch dahin bringen, dich zu entscheiden. Deinen Weg der Veränderung, des Erfolges wirklich zu folgen auch. Dich dahin zu führen und zu wissen, jetzt ist meine glückliche Zeit. Ich habe es verdient und ich erlaube es mir. Manchmal machen wir das unbewusst, dass wir es, ne, immer wieder, ach nee, und geh mal durch diese Reinigungsphase durch. Achte auf deinen Körper, auf deine Bedürfnisse. Kommunikation wird noch ganz wichtig. Geh diese Woche durch diese Reinigung und reinige dich von allem, wirklich von allem Überholten, was dir nicht mehr dienlich ist. Folge deinen Instinkten, nimm die Magie an und freu dich auf wunderschöne neue Energien. Entscheide dich dafür, es wirklich auch anzunehmen und zu erlauben. Du hast hier fürsorgliche Verbindungen, die hier gelebt werden möchten. Nun ist die Zeit, dieses auch anzunehmen, egal in welchem Bereich. Da darfst du nochmal hinschauen und erkenne deinen eigenen Wert. Du bist gut, so wie du bist. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Start in diese Woche. Lass los, reinige dich und dann kommen diese Neuanfänge hier für dich rein. Wir haben ja immer mal Zeiten, wo es mal stillsteht und wieder weitergeht. Und bei dir geht es jetzt wieder in die nächste Ebene. Ja, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Hab eine erfolgreiche Woche. Du hast alles in dir, was du brauchst. Und nimm es an, voller Leichtigkeit. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche und wenn du magst, bis zum nächsten Mal. Ciao.